Hallo und herzlich willkommen zur Webweinschule. Heute mal wieder mit einem Gebietsvideo. Wichtiges Gebiet, gutes Gebiet, die Loire, aber auch großes Gebiet, fast 60.000 Hektar. Und wir haben ein kleines Verkostungspaket für euch. Und einen ersten Wein haben wir heute schon im Glas, genau genommen einen Cremant de Loire, wahrscheinlich der bekannteste Botschafter der Region und heute in Rosé. Cheers. Cheers. Beim Paket machen wir es anders als sonst nicht mit Terminzwang und gemeinsam verkosten, sondern wir werden anschließend gleich ein ausführliches Verkostungsvideo drehen mit den 5 Weinen des Paketes und stellen das dann live und ihr könnt das dann nach Belieben sehen und die Weine dazu verkosten. Gerne auch in mehreren Etappen, wie euch das gefällt mit den Weinen. Aber jetzt fangen wir mal mit dem Anbaugebiet an. Jawohl. 1000 Kilometer ist die Loire lang und an 400 Flusskilometern wird Wein gemacht. Die sehr weit flussaufwärts liegenden Gebiete mit AOPs wie Sancerre oder Parfumé lassen wir heute mal weg, die machen wir ein andermal. Wir machen die zusammenhängenden Gebiete von der Mündung bis ungefähr Orléans und die liegen in den Gebieten Pays de la Loire und Centre-Val de Loire. In der Breite ist die Loire bei uns eher für Sauvignon Blanc und Sekt bekannt und allerlei kleiner bekannter Nischen. Die wollen wir heute ein bisschen ausleuchten. Sekt und Sauvignon Blanc machen wir aber natürlich auch. 57.000 Hektar Reben stehen da und der Split Rot-Weiß ist ungefähr 50-50. Das ist aber ein bisschen trügerisch, denn von den Rotweintrauben werden sehr viele zu weißen Sektgrundweinen oder zu Roséweinen verarbeitet. Das Klima der Loire ist sehr maritim geprägt. Der Einfluss des Meeres wird über die Westwinde viele hundert Kilometer flussaufwärts getragen. Und erst in der Touraine wird das Klima dann kontinental. Und dann spielen auch Höhe und Hangneigung eine entscheidende Rolle. Von 12 Grad an der Mündung bis 11 Grad am östlichen Rand des Gebietes entwickelt sich die Jahresdurchschnittstemperatur. Dazu nimmt die Höhe gleichmäßig zu. Das führt dann zu einer klaren Unterteilung der dominanten Rebsorte. Wir haben hier mal eine Karte. In der Flussmündung sehen wir Melon de Bourgogne. Dann haben wir in der Mitte Chenin Blanc und Cabernet Franc. Und ganz im Osten dann Sauvignon Blanc und Pinot Noir. Die Bodenverteilung ist auch ganz spannend, weil wir hier das Pariser Becken mit den berühmten Kreideböden, die wir aus der Champagne kennen, eingerahmt haben vom armorikanischen Massiv an der Küste und dem Zentralmassiv. Das beginnt dann mit ganz alten Gesteinsarten wie Gneis, Glimmerschiefer oder Granit und wandert dann flussaufwärts zu Sandstein und Schiefer, dann die besagte Kreide und dann später Lehm, Ton, dann Feuerstein und am Schluss auch Schotter. Und wenn man Klima, Böden, Rebsorte und Höhe übereinander legt, kann man ganz schnell erklären, warum wir im Loiretal 53 verschiedene AOPs haben. Ganz generell kann man sagen, relativ kühl, die Trauben reifen aber verlässlich, frische Säure, nicht so viel Alkohol. Technisch ausgedrückt heißt das, wir befinden uns in der Weinbauzone B der EU, wo auch die Champagne drin liegt oder das deutsche Anbaugebiet Baden oder das Burgund. Die wichtigste AOP der Loire ist der Cremant de Loire, die mittlerweile zweitwichtigste Herkunft für flaschenvergorenen Schaumwein auf der Welt nach der Champagne. Aber anders als die Champagne hat der Cremant de Loire seinen Siegeszug in den letzten 30 Jahren angetreten mit einer Qualitätsoffensive. Ja, Cremant de Loire boomt, weil er natürlich beim Endverbraucher extrem erfolgreich ist. Natürlich auch im Vergleich zum Champagner mit einem moderateren Preis auf dem Markt ist. Da kriegt man schon sehr viel Qualität oftmals fürs Geld. Der Marktführer steht hier, Bouvet Ladoubé, bei uns heute in Rosé. Cremant de Loire wird vorwiegend in den Regionen Anjou-Saumur und Touraine aus den Rebsorten Chenin Blanc, Chardonnay und Aubois, das sind die weißen, Cabernet Franc und Cabernet Sauvignon in Rot, hergestellt. Dazu einige lokale Rebsorten und ein bisschen Pinot Noir. Es gibt aber noch einige weitere AOPs für flaschenvergorene Schaumweine. Unter anderem die AOP Vouvray. Da gibt es aber keinen Rosé davon, denn Vouvray ist zu 100% Chenin Blanc. Und auf der anderen Seite Saumur. Saumur gibt es dann aber auch als Weiß und Rosé. Die zweite große Appellation ist der Rosé, also Rosé de Loire, wird ungefähr auf den gleichen Gebieten gemacht wie der Cremant de Loire, ist immer trocken.
Das ist deswegen erwähnenswert, weil aus den berühmten kleineren Rosé-Herkünften wie Rosé d'Anjou, hier steht einer, und Cabernet d'Anjou oft halbtrockene und fruchtsüße Roséweine produziert werden. Kleiner Funfact am Rande. Der Cabernet d'Anjou ist ein absoluter Exportschlager, wird in über 100 Ländern der Welt exportiert, eine der höchsten Exportquoten überhaupt in Frankreich. Nur nach Deutschland kommt so gut wie nichts, weil wir unseren halbtrockenen und feinherben Dornfelder und Spätburgunder Rosé trinken, den wir wiederum auch in 100 Länder der Welt exportieren, nur nicht nach Frankreich. Also die Nummer 1 und 2 der Hersteller von halbtrockenen Rosés beliefern sich nicht gegenseitig. Und jetzt die wichtigsten kleineren AOPs flussaufwärts. Den Anfang macht die Region Nantes mit den 4 Muscadet-AOPs. 11.700 Hektar Reben stehen im Nantes, 82% weiß und das ganz, ganz überwiegend Melon de Bourgogne. Die 4 wichtigsten AOPs für diese Rebsorte haben alle den Namen Muscadet oder das Wort Muscadet. Im Namen die wichtigste ist Muscadet Sèvres Edmain. Den gibt es auch mit dem Zusatz der Dorfnamen. Heißgeliebtes Thema im Hause Webweinschule, denn 2019 im Adventskalender haben sowohl ich Felix als auch Felix mir einen Muscadet blind eingeschenkt. Zwei Dobe, ein Gedanke. Zwei Dobe, ein Gedanke, genau. Und dann kommt die Region Anjou-Saumur mit Anjou. Und Saumur. Und anderen, aber mal der Reihe nach. 21.500 Hektar, ungefähr so groß wie die Pfalz, weiß und rot, Weltklasse, mit vielen Fans in Deutschland. Was die Sache ein bisschen tricky macht, ist, dass einige der AOPs für uns eine klare Definition haben, aber eigentlich für alles offen sind. Weiß, Rot, Rosé, Bubbles und so weiter. Anjou zum Beispiel zählt für uns als Herkunft für Chenin Blanc, Cabernet Franc, manchmal auch Sauvignon Blanc, auf Schiefer gewachsen. Das sind ausdrucksstarke Weine. Es gibt aber auch Gamay zum Jungtrinken, Rosé-Schaumweine aus der Region. Das spielt bei uns aber alles keine große Rolle. Neben Anjou, die zweite Herkunft, bei der Kenner leuchtende Augen kriegen, ist Saumur. Auch wieder zugelassen für alles Mögliche. Bei uns steht das für hochwertige Cabernet Franc und Chenin Blanc. Das ist auch mal eine Ausnahme tatsächlich. Normalerweise stürzen wir Deutschen uns immer auf das preisgünstige Segment. An der Loire sind wir tatsächlich mal verliebt in die hochwertigen Weine. Da steht zum Beispiel das Weingut Roche-Neuf mit einem Chenin Blanc. Das kostet um die 30 Euro, ist schon oberste Liga und kann perfekt reifen. Neben Saumur gibt es noch eine kleine heiße Ecke namens Saumur Champigny, rein für Rotwein reserviert, Cabernet Franc. Da entstehen die besten Cabernet Francs der Welt. Da steht auch einer, über den reden wir gleich nochmal. Als dritte Herkunft in der Kategorie, das muss man mal getrunken haben, bleibt Savinier, eine reine Weißwein-AOP mit Chenin pur. Mittendrin die kleine Appellation Coulée de Saurande mit nur einem Winzer. Wein steht hier, reden wir später drüber. AOP steht übrigens für Appellation d'Origine Protégée, geschützte Herkunft. Das hieß früher mal AOC. Nicht wundern, dass das jetzt anders klingt. Wenn wir ein Stück flussaufwärts rudern, dann kommen wir in die Touraine und da denken die meisten Menschen sofort an Sauvignon Blanc. Tatsächlich sind wir jetzt aber in dem Teil der Loire, wo das kontinentale Klima herrscht und also Exposition, Höhe und Lage zum Fluss etc. bestimmen, was angepflanzt wird. 17.300 Hektar, vorwiegend rassige Weine. Wir haben leichten bis mittelkräftigen Cabernet Franc aus Chinon und Saint-Nicolas-de-Bourgueil. Übrigens der einzigen AOP, die identisch ist mit der Gemeinde, in der sie liegt. Hier ein Chinon, den wir später verkosten werden, weil er Bestandteil des Paketes ist. Noch ein Stück weiter den Fluss rauf kommt die schon erwähnte AOP Vouvray mit der Herkunft Vouvray Demi-Sec, die einzige Herkunft der Welt, wo halbtrockener Weißwein in neuem Holz ausgebaut werden darf. Und das Ergebnis ist nicht zum Weglaufen, sondern in gereift einer der großen Weine der Welt. Hier steht zum Beispiel der Le Monde von Huet. Das ist einer der Top-Kandidaten. Neuer Preis, jetzt aktueller Jahrgang für den 18er, 35 Euro. Ja, bei meinen Raritätenhändlern kann ich gerade die 1952er für 325 Euro kaufen. Also viel mehr Geld kann man tatsächlich nicht mehr ausgeben für halbtrockenen Weißwein. Aber hey, Vouvray ist vielseitig. Wir haben Trocken, wir haben Bubbles und Vouvray ist ein absolutes Muss für jeden Weinkenner. Man muss ja nicht unbedingt mit dem ganz teuren Zeug anfangen.
Und dann endlich die Touraine. Vouvray und Chinon liegen schon auf dem Gebiet, auf dem man Weine als Touraine bezeichnen kann. Aber die Mehrzahl dieser Weine, vor allem die Sauvignon Blancs, stammen ab dem Gebiet etwas weiter flussaufwärts rund um Amboise. Hier hast du sehr regelmäßig ein extrem gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und aus diesem Grund haben wir gleich zwei Weine in unser Paket getan, den Sauvignon Blanc und den Chinon Blanc. Bevor wir aber über das Paket reden, und wir müssen mal darüber reden, heißt das eigentlich Amboise oder Amboise? Egal, das finde ich noch raus. Beim Verkostungsvideo weiß ich es dann. Bevor wir über das Paket reden, noch kurz zu unseren weiteren Standardkategorien, nämlich wildes Zeug und Kult. Und Kult im Sinne von, das muss man unbedingt mal verkostet haben, haben wir hier zweimal auf dem Tisch stehen. Zum einen mit dem Clos Rougeard. Das ist ein Cabernet Franc aus Saumur-Champigny. Und das ist ein Wein, wenn man das Glück hat, den Wein ab Weingut zugeteilt zu bekommen oder vom Importeur zugeteilt zu bekommen, dann ist das tatsächlich bezahlbar. Erst wenn man es auf dem Sekundärmarkt kauft, also sozusagen dem Gebrauchtmarkt für Weine, dann kostet das leider zwischen 200 und 650 Euro, je nach Jahrgang und Einzellage. Und der zweite ist der schon erwähnte Weißwein von Nicolas Joly, Clos de la Coulée de la Sorante. Ein Weißwein so um die 80 Euro, gibt es auch ein paar mehr Flaschen von, muss man dann halt selber ein bisschen reifen und weglegen. Zum Thema wildes Zeug, da gibt es richtig viel, richtig gut, richtig bezahlbar. Da könnten wir gleich nochmal 10 Flaschen hier hinstellen. Das würde das Thema ein bisschen sprengen. Aber ich habe einen lieben Kollegen, der sich sehr gut damit auskennt und sehr intensiv damit beschäftigt, Christoph Raffelt mit seinem Podcast und Blog Original verkorkt. Und wenn euch das Thema interessiert, dann verlinken wir das mal hier unter und dann könnt ihr euch da mal ein bisschen mit beschäftigen. Das lohnt sich unbedingt. So, und jetzt zu unserem Paket. Das ist eigentlich gar nicht unser Paket. Ich habe nämlich auch einen lieben Kollegen, das ist Sébastien Visentin, der sich hervorragend an der Loire auskennt und Weine aus Frankreich und natürlich auch der Loire importiert und verkauft. Und in diesem Paket haben wir zum einen Cremant de Loire als Rosé hier aus Cabernet Franc und einen Chinon aus auch Cabernet Franc. Also zweimal Cabernet Franc, Rosé und Rot. Und dreimal Weiß, die drei Klassiker, Muscadet, also Melon de Bourgogne, ein Chenin Blanc und ein Sauvignon Blanc. Alles drei sehr ausdrucksstarke Weine von guten Erzeugern, deswegen preislich auch eher im mittleren Segment angelegt. Aber freundlicherweise haben die Leute von Passionvin einen schönen Rabatt für euch rausspringen lassen. Die 5 Weine kosten eigentlich 70,70 Euro. Und für euch kostet das Ganze nur 66 Euro portofrei. Und das, weil wir, und da dürfen wir uns mal selber loben, tatsächlich keinen einzelnen Cent davon abbekommen. Genau, wir dachten mal, diesmal ist vielleicht wichtiger, dass einfach viele Leute in den Genuss eines bezahlbaren, aber qualitativ hochwertigen Pakets kommen. Das war die Loire in trocken sozusagen, die Loire in nass. Drehen wir jetzt gleich, wenn die Kamera aus ist und wir ein bisschen umgeräumt haben. Wir kriegen auch noch Verstärkung. Und wir bedanken uns schon mal bis hierhin für eure Aufmerksamkeit. Genau, wir freuen uns über einen Daumen und wünschen euch einen schönen Sommer, vielleicht mit ein paar frischen Weinen von der Loire. Tschüss. Tschüss.